Moin. Wir sprechen mit dem Richter Heindl über diverse Fälle. Über sein Leben haben wir schon. Hier kommt ein neuer Fall, den er begleitet, wo wir daraus resultieren können, die Justizskandale, die in der BRID ablaufen, von denen die meisten Menschen keinerlei Vorstellungen haben. Richter Heindl. Der Fall, über den ich jetzt sprechen möchte, betrifft einen mittlerweile, glaube ich, 40-jährigen Mann, der seit 16 Jahren unschuldig in Bayreuth im Gefängnis sitzt, wegen eines angeblichen Mordes und eines Totschlages, den er begangen haben soll. Der Mann stammt aus einer Bamberger Familie. Sein Vater war der Leiter eines Amtes der Stadt Bamberg gewesen. Er selber ist unter ganz merkwürdigen Umständen in diese Rolle gedrängt worden, dass er als angeblicher Mörder von zwei Verbrechen, die im Drogenmilieu in Bamberg stattgefunden haben, verurteilt worden ist. Wenn ich den Fall schildere, muss ich beim ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Bamberg beginnen, ein Herr Paul Röhner. Er war von 1975 bis zum 11. Mai 1982 Bundestagsabgeordneter der CSU für den Wahlkreis Bamberg und war auch parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion gewesen. Er ist dann nach Bamberg zurückgekehrt und wurde zum Oberbürgermeister gewählt. Er war nicht nur persönlich Drogenkonsument, sondern auch aktiv in die Drogenszene verwickelt. Personen seiner Umgebung waren mit den Ereignissen, die ich jetzt schildere und die am Anfang der 90er Jahre liegen, tätig. Ich muss da einen Herrn Josef Hattel nennen, der mittlerweile verstorben ist, wie im Übrigen einige Personen aus diesem Milieu unter mysteriösen Umständen verstorben sind. Der Oberbürgermeister hatte einen Dienst-Mercedes und mit diesem Dienst-Mercedes ist sein Fahrer Günther Schmidt, mittlerweile auch verstorben, auf den Balkan gefahren. Damals gab es dort kriegerische Ereignisse. Und wie meine Recherchen ergeben haben, sind die Fahrten so organisiert gewesen, dass er auf der Hinfahrt Waffen in den Balkan geschafft hat und auf der Rückfahrt Drogen mitgebracht hat. Dadurch ist der Dienst Mercedes stark in Anspruch genommen gewesen. Als der Oberbürgermeister im Stadtrat einen neuen Dienstwagen beantragt hat, meldete sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen zu Wort und sagte: Wir haben dir doch erst vor 3 Jahren einen neuen Mercedes gekauft. Und der Oberbürgermeister gab zur Antwort: Ja, der hat mittlerweile 300.000 Kilometer drauf und muss erneuert werden. Man kann sich also vorstellen, dass ein Oberbürgermeister, der mit seinem Dienst-Mercedes zwischen seinem Haus und dem Rathaus in der Stadtmitte hin und her gefahren wird und vielleicht einmal im Monat auf ein Ministerium nach München fahren muss, nicht 300.000 Kilometer in 3 Jahren zusammenbringt. Aber bei derartigen Kurierfahrten in den Balkan
kommen schon einige Kilometer zusammen. In diesem Milieu ist der Josef Hartl tätig gewesen. Der Josef Hartl war ein Zeitsoldat der Bundeswehr, der nicht in die Stellung eines Berufssoldaten übernommen wurde und der dann sozusagen in einem halbmilitärischen Bereich in Erscheinung getreten ist. Man hat ihn immer irgendwo eingesetzt, wo man jemanden brauchte, und dazu gehörte es eben, die Waffen zu beschaffen, die man in den Balkan geschafft hat. Und dabei hat der Josef Hartl den Matthias Frey, den er in einer Berufstätigkeit, wo sie beide als Mechaniker tätig waren, kennengelernt hatte, mitgenommen. Der Matthias Frey fand das interessant, was der Josef Hartl machte, und er hielt ihn für einen Waffennarr, der also für sich und auf eigene Rechnung diese Waffen beschafft hat. In Wirklichkeit war es so gewesen, dass er diese Waffen im Ausland, in Frankreich und in der Schweiz, angekauft hat, und die schaffte er dann in eine mechanische Fabrik in der Fränkischen Schweiz, und dort wurden die Waffen zu halbautomatischen oder automatischen Waffen umgebaut, also zu Kriegswaffen aufgerüstet. Und diese Waffen hat dann der Chauffeur, der Günther Schmidt, nach dem Balkan geschafft. Und auf einer dieser Reisen im Frühjahr 1993, war der Matthias Frey dabei. Die beiden fuhren nach Frankreich und wechselten dann in die Schweiz über, in den Kanton Solothurn. Und zu diesem Zeitpunkt, nämlich im Frühjahr 1983, hat der Waffenhändler Luxig aus dem Kanton Solothurn im Schweizer Waffenmagazin eine Cesca mit Schalldämpfer angeboten, die aus einer Sonderserie stammte. Diese Sonderserie bestand nur aus 24 Exemplaren. Und diese 24 Exemplare sind seinerzeit für den Stasi hergestellt worden und sollten also dem Geheimdienst dienen, indem sie für den Dienstgebrauch des Geheimdienstes, sage ich mal in Anführungszeichen, mit einem Schalldämpfer ausgerüstet gewesen sind. Verstehen wir richtig, für die Stasi der damaligen DDR? Ja, vor 1990. Gut. Und man muss sich jetzt dann fragen, wozu braucht ein Geheimdienst eine besondere Waffe, die also schallgedämpft ist? Und man kann sich daraus als Antwort nur geben, für politische Morde, die in dem Moment, in dem sie stattfinden, nicht durch einen besonderen Explosionsknall auffallen sollen. Der Luxig hatte diese Waffen erworben, diese Serie, die dann also der Stasi offensichtlich nicht mehr abgenommen hatte, weil eben dann der Zusammenbruch der DDR und die Zusammenführung der beiden Staaten stattgefunden hatte. Und der Schalldämpfer ist also nach den Vorstellungen, die der Herr Luxig hatte und die er von seinem möglichen Kundenkreis hatte, nicht ausreichend gewesen.
Das Problem bestand darin, dass es sich um einen Schalldämpfer handelte, der aufgeschraubt werden musste. Und man war in diesen Kreisen der Auffassung, dass das zu umständlich ist und zu lange dauert, wenn die Waffe plötzlich eingesetzt worden ist. Und es gab einen Waffenbastler oder Waffenmonteur, möchte ich sagen, im Kanton Solothurn, der diese Waffe umgebaut hat, sodass der Schalldämpfer als Bajonett mit einem Bajonettverschluss von einem Moment zum anderen aufgesteckt werden konnte. Diese Waffe hat der Josef Hattl gekauft und in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Und diese Waffe ist in dem elterlichen, bäuerlichen Anwesen des Josef Hattl unter einem Heuhaufen zusammen mit zahlreichen anderen Waffen von ihm versteckt worden. Dieser Heuhaufen ist später in einem Verfahren von der Polizei umgekrempelt worden. Es wurden die Waffen ans Tageslicht gezogen und es sind diese Waffen abtransportiert worden und dabei auch diese Cesca. Die Polizei hat keinerlei Protokoll über diese Waffen, die sie da abtransportiert, gemacht. Es handelte sich um die Nürnberger Polizei und nach der Überzeugung des Vaters, des Matthias Frey, und auch nach dem Ergebnis der Recherchen, die ich dazu angestellt habe, ist davon auszugehen, dass die Waffe dann in den Verfügungsbereich der Nürnberger Polizei gekommen ist und von dort in den Verfügungsbereich der Dreiergruppe Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unter Umständen, auf die ich dann im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren eingehen möchte. Ich wollte hier nur diese Vorgänge schildern und erklären, in welchem Zusammenhang der Matthias Frey gewesen ist, sodass er dann später sozusagen als Ersatzmörder in das Verfahren eingeführt worden ist, wo man einen Ersatzmörder gebraucht hat. Heißt also auch, die oberste Politik, ob Nürnberg, ob Land, sei mal dahingestellt, hat die Finger drin gehabt, um den Vollstrecker, in dem Fall die Polizei, die Waffen aufzusammeln und die Durchsuchung zu starten. Ja. Das heißt, die Anweisung kam von ganz oben. Ich weiß es nicht, wer diese Anweisung gegeben hat. Ich kann aber dann die Sachzusammenhänge des Verfahrens schildern und es drängt sich dann dieser Schluss auf. Danke. Jetzt zu dem Schicksal des Matthias Frey. Es gibt also dann im Bamberger Bereich auf der einen Seite die Drogenszene und auf der anderen Seite die Waffenszene. Und auf der Drogenszene war es so gewesen, dass es eine sozusagen Expedition von Herren, die Inhaber von Diskotheken gewesen sind, nach Polen gegeben hat. Und man hat aus Polen dreierlei Dinge mitgebracht. Und zwar zum einen Betäubungsmittel, und zwar diese modernen Crystal und diese Stoffe, weil das frühere, was also zu meiner Zeit, als ich noch als Richter in diesem Bereich tätig gewesen bin und von Bedeutung war, also die Heroinsachen im Verhältnis zu etwas zurückgetreten sind. Es wurde also Crystal beschafft, es wurden K.O.-Tropfen beschafft und es wurden die Pille danach beschafft. Es
Scheint so zu sein, dass es also einen regelmäßigen Bedarf nach diesen Mitteln gibt, weil Mädchen in Diskotheken mit K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt werden und dann hat man sexuellen Umgang mit ihnen und braucht also dann danach die Pille danach. Auch andere junge Frauen verlangen in Diskotheken die Pille danach, weil offensichtlich das sexuelle Empfinden für eine Frau, die also normal die Pille genommen hat, etwas beeinträchtigt ist und sich dadurch die Gewohnheiten verändert haben. Diese Gruppe hat die Stoffe im Kühlschrank bei einem jungen Mann in der Bamberger Drogenszene untergebracht und die Herren, die also aus anderen Teilen Deutschlands stammten, wollten also bei der Bamberger Drogenszene und Diskothekenszene sozusagen einen kollegialen Besuch machen und für 2-3 Tage bleiben. Und als sie die Stoffe dann verlangten, um heimzufahren, hat der junge Mann und seine Freundin diese Stoffe nicht hergegeben, weil sie der Meinung waren, wenn sie das selber jetzt hier also in der örtlichen Szene verkaufen würden, dann könnten sie ein sehr gutes Geschäft damit machen. Und damit haben sie eine der Grundregeln, die also da herrschen, verletzt. Und die Folge war, dass sie ihr Leben verloren haben. Und die beiden, ich spreche jetzt erstmal von dem Mann, der Mann ist seine Leiche aufgefunden worden in der Flur eines Dorfes bei Bamberg und der Landgerichtsarzt wurde als Arzt zugezogen, der den Totenschein ausgestellt hat und der hat als Todesursache Bruststichverletzung angegeben und wenn man nicht retuschierte Bilder der Leiche betrachtet, dann stellt man fest, dass es auch tatsächlich eine erhebliche Stichverletzung mit einem scharfen Rand im Brustbereich gibt. Es existiert auch ein Obduktionsbefund und in dem Obduktionsbefund steht, dass die Organe blass seien. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass jemand verblutet ist. Und es fand sich an dem Tatort bzw. Auffindeort der Leiche keine Blutspuren. Die Verurteilung des Matthias Frey und das Gericht, das diese Verurteilung ausgesprochen hat, nimmt aber an, dass der Mann mit einer Axt erschlagen worden ist. Und es zeigen sich auch erhebliche Kopfverletzungen. Wenn der Mann mit einer Axt erschlagen worden ist, dann müsste an dem Tatort bzw. Auffinderort der Leiche erhebliches Blut vorhanden sein, denn dann wäre der Mensch nach außen über diese Kopfwunden verblutet. Solche Blutspuren sind aber nicht vorhanden. Der Vater des Matthias Frey hat ein Gutachten des Herrn Professor Eisenmenger, das ist der Rechtsmediziner der Universität München und eine anerkannte Kapazität für ganz Mitteleuropa in rechtsmedizinischen Fragen, beschafft ein sogenanntes Kurzgutachten
Und in diesem Kurzgutachten stellt der Herr Professor Eisenmenger fest, dass die Todesursache nicht so eingetreten sein kann, wie in dem Gerichtsurteil steht, weil diese Bruststichverletzung vorhanden ist, weil die Verblutung nach innen vorhanden ist und weil die Schädelverletzungen der Leiche zugefügt worden sind und nicht dem lebendigen Körper. Will also in dem Fall auch heißen, es gibt in dem Bereich in Anführungsstriche gesetzt, eine Art Cleaner-Unternehmen, die diese Leichen beseitigen und irgendwo anders lagern und eventuell auch sauber machen dort. Könnte das so sein? Eine Firma, die einfach den Tatort säubert. Das wäre in Betracht zu ziehen, wenn es so wäre, dass wir ein Problem vor uns haben. Es ist also ein Mensch verstorben, der an seinem Ort, wo er verletzt worden ist, die tödlichen Verletzungen erlebt hat, verblutet ist und dieses Blut ist beseitigt worden. Das Problem haben wir hier aber nicht, sondern wir haben das Problem, es gibt Fakten in der Realität, die zeigen, dass dieser Fundort der Leiche und Auffindeort kein Blut haben kann, weil die Leiche nach innen verblutet ist durch diese Bruststichverletzung. Mhm. Aber es gibt auf der anderen Seite ein gerichtliches Urteil, das ein Tatgeschehen zugrunde legt, das nicht stattgefunden haben kann, weil diese Person verblutet ist durch die Bruststichverletzung und nicht durch die der Leiche später zugefügten Schädelverletzungen. So ist also hier das Problem. Aber die Leiche ist schon verbracht worden an einen anderen Ort. Die Leiche ist dort verschleppt worden, aber in einem kurzfristigen, übersichtlichen Bereich. Man hat den Matthias Frey als sozusagen Reservetäter immer mit dem Josef Hattel geführt. Und solche Dinge sind mir auch in anderen Zusammenhängen bekannt geworden. Reservetäter heißt, der Josef Hattel machte seine Waffenbeschaffungsfahrten und wenn er aufgeflogen ist, in einem Fall zum Beispiel beim Grenzübertritt von Frankreich nach der Schweiz, da hatte er wohl eine Beobachtung durch den französischen Geheimdienst beim Waffeneinkauf und die haben das dann den Schweizern gemeldet und die Schweizer haben, als die beiden erschienen sind, beide festgenommen und ihnen die Waffen abgenommen und in dem Moment hat dann der Josef Hattel gesagt, der war's und nicht ich. Und das hat er von langer Hand vorbereitet, denn als sie in Frankreich die Waffen eingekauft haben, hat er plötzlich gesagt, sein Geld reicht nicht und hat den Matthias Frey veranlasst, dass er also Schecks auf seine Konten in Franken, in Bamberg zieht und damit war dann auch die Spur gelegt und bei dem Schweizer Gericht hat sich dann der Josef Hattel darauf berufen, dass er ja diese Waffen eingekauft hat. Das sieht man ja an den Schecks. Er hat damit gar nichts zu tun gehabt. In gleicher Weise ist das schon einmal zwischen den beiden gewesen, als sie in Kroatien wegen Waffenschmuggels aufgeflogen sind. Und leider hat also der Matthias Frey, er war ein derart vertrauensseliger Mensch und fand also den Josef Hattel also mit all diesen Sachen, die der da machte, ganz toll, dafür schwer büßen müssen. Und nachdem das jetzt ein eingespieltes System gewesen ist und
jetzt nicht auf der Waffenszene ein Ersatztäter benötigt wurde, sondern auf der Drogenszene, hat man einfach den Matthias Frey dafür genommen und hat die entsprechenden Behauptungen und Spuren gelegt. Und es ist also zu einer Verurteilung gekommen, bei der der Landgerichtsarzt als Sachverständiger gehört wurde und dann die Fakten, die er selber geschaffen hat, mit dem Totenschein völlig ignoriert hat. Ich hätte Menschen wie der Familie Frey meine Hilfe nicht angeboten, wenn ich auch nur den leisesten Zweifel daran hätte, dass hier womöglich doch es sich um einen Täter und nicht um einen Unschuldigen handelt. Denn man muss als Jurist vorsichtig sein, gerade bei so schweren Verurteilungen wie einem Mord ist es verständlich, dass Eltern eines Täters immer ihr Kind irgendwo unschuldig sehen. Wenn man also in einem solchen Fall hilft, dann muss man objektive Fakten haben, die es einem ermöglichen, mit einer entsprechenden Sicherheit aufzutreten und das zu behaupten. Und diese Fakten hat der Professor Eisenmenger durch diese gutachtliche Stellungnahme geschaffen. Besser kann man es im Grunde genommen nicht haben. Aber auch das wird also beim Freistaat Bayern völlig ignoriert. Es gibt eine ganze Linie von Verfahren, wo Menschen verurteilt worden sind, weil man einfach die Kriminalstatistik entsprechend führen will, weil man von politischen dunklen Bereichen ablenken will. Und diese Fälle haben sich jetzt im Unterstützerkreis des Gustl Mollat sozusagen konzentriert, weil durch die Berichterstattung in den Medien und auch durch die Texte, die im Internet stehen, die Menschen aufmerksam geworden sind. Ich habe zum Beispiel den weitesten Brief eines Menschen, der mir Mut zusprechen will und mich bittet, den Betroffenen doch weiterhin zu helfen. Den habe ich aus China erhalten. Das ist ein Dozent, der dort an der Universität in Shanghai tätig ist und der über den Fall des Gustl Mollat im Internet gelesen hat. So ist es also zu dem Fall des Matthias Frey gekommen. Es war nicht nur der eigentliche Kühlschrankbesitzer umgebracht worden, sondern man hat dann 3 oder 4 Tage später auch die Leiche seiner Freundin gefunden und man hat dann diesen Mord dem Matthias Frey angehängt, indem man gesagt hat, die Frau hat er beseitigt, weil er eine Zeugin des Ganzen beseitigen wollte. Die Strafvollstreckungskammer unter dem Vorsitzenden Richter Kahler hat im Frühjahr 2012 über diesen Fall entschieden und die besondere Schwere der Schuld des Matthias Frey festgestellt. Es ist ganz offensichtlich, dass hier daran gearbeitet wird, dass der Mensch nie wieder in Erscheinung tritt, weil sein Fall im Grunde genommen an Brisanz den Fall Mollat noch weit übertrifft. Dankeschön. Bitte. Danke.